Mit dem Modell LSB 1270 DX hat Kuhn vor einem Jahr sein Programm der Quaderballenpressen mit einer leistungsfähigen Maschine im Kanalmaß 120 x 70 cm ergänzt. Viele der verbauten Komponenten im Presskanal oder beim Antrieb dieser Maschine stammen vom Modell LSB 1290, sind also für hohen Durchsatz und Pressdichte ausgelegt. Beispielsweise das große und schwere Schwungrad. Das 2,30 Meter breit aufnehmende Pickup ist, wie bei Kuhn üblich, mit dem sogenannten Integralrotor ausgerüstet. Zusammen mit der neuen, aktiv angetriebenen und über eine Nockenschaltkupplung abgesicherte Einzugswalze vor dem Rotor wird so das Erntegut gleichmäßig und konstant zum Schneidrotor geführt. Die Maschine war mit einem 23 Messer Schneidwerk ausgestattet. Die Messerkassette kann für Wartungszwecke seitlich ausgefahren werden. Die Messer sind einzeln hydraulisch abgesichert. Mit zwei Hebeln können 0, 11, 12 oder alle 23 Messer zugeschaltet werden. Der Raffer dreht kontinuierlich. Ist die gewünschte Pressdichte erreicht, erfolgt ein großer Hub und das gepresste Paket wandert in den Presskanal. Zur Steigerung der Ballendichte wurde die Reibung im Presskanal erhöht. Dafür werden robustere Presszylinder mit einem größeren Durchmesser eingesetzt. Die LSB 1270 DX von Kuhn verfügt über ein Doppelknotersystem, das permanent überwacht wird. Der Fahrer kann den Betriebszustand jedes Knoters auf dem Bedienterminal einsehen und so Ballendichte und Durchsatzleistung regulieren. Die Ballenpresse kann über das traktoreigene Isobus-Terminal oder, wie hier, mit dem VT50-Terminal von Kuhn bedient werden. Neu ist die elektronische Überwachung der Garnspannung am oberen Garnspannhebel. Ein hydraulisch angetriebener Radiallüfter reinigt die Knoter laufend. Seitlich der Maschine gibt es Platz für 30 Garnrollen. Der Presskanal ist 3 Meter lang. Den hier verbauten Feuchtesensor gibt es auf Wunsch. Ebenso einen Sensor für die Ballenablage und das Ballenwiegesystem. Kuhn gibt für den Betrieb dieser Ballenpresse einen minimalen Leistungsbedarf von 155 PS an. Auf nicht gerade topfebenen Parzellen sind aber eher 200 PS oder noch mehr gefordert. Will man mit dieser Maschine die vorhandene Leistungsfähigkeit auch wirklich voll ausnutzen können.